Good evening to the family Parek and a warm welcome. Guten Abend der Familie Parek und ein herzliches Willkommen zum Internationalen Krebskongress in Badenweiler. Heute haben Sie beide Ihre tiefen Erfahrungen und Ihre tiefen Einsichten in die Krebsbehandlung in Indien und in Ihrem Krankenhaus mit uns geteilt. Wie kommt es, dass Vater und Sohn sehr, sehr leidenschaftliche und erfahrene Homöopathen sind? Nun, die ganze Geschichte begann mit meinem Onkel. Der war ein großer Homöopath. Aber ich mochte die Homöopathie ursprünglich gar nicht. Ich habe die Homöopathie eher sogar gehasst. Ich habe gesagt, nein, ich will kein Homöopath werden, weil das war kein leuchtendes, strahlendes Leben, keine modernen Kliniken und Krankenhäuser, nichts Modernes, ganz im Gegenteil. Die Homöopathen waren sehr, sehr einfach und bäuerlich und so weiter und so fort. Aber als ich dann ein paar der wirklich hervorragenden Heilungen gesehen habe, wurde ich angezogen von der Homöopathie und dann bin ich Homöopath geworden. Ich hatte meine Ausbildung in Indien und dann hatte ich meine Facharztausbildung in England, in London. Und dort habe ich dann unter John Beer studiert. Das war ein direkter Schüler von Kent. Und ich habe Mr. Benjamin und Mr. Templeton und Blakey und so weiter studiert. Die waren alles meine Lehrer und ich habe mit ihnen zusammengearbeitet. Und dann bin ich zurück nach Indien gegangen und habe meine Praxis begonnen. Und direkt am Anfang, da hatte ich einen sehr guten Start. Als ich zurückkam nach Indien, gab es eine Epidemie von asiatischer Grippe. Und als ich mit meiner Praxis angefangen habe, hatte ich am ersten Tag 5 Patienten und am nächsten Tag 25 Patienten. Am dritten Tag 200 Patienten, am vierten Tag 1000 Patienten, jeden Tag 1000, weil jedes Haus hatte ungefähr 10 Betten und jeder Mann war krank. Und wir haben das Mittel rausgefunden und das Mittel war Gelsemium. Das war das Mittel von dieser Grippe. Wir haben jedem Gelsemium gegeben und zu meiner großen Überraschung und zu meinem Glück war kein einziger Fall ein Versagen. Wir bekamen absoluten Erfolg. Und das hat mein Vertrauen gestärkt in die akute Behandlung mit den homöopathischen Mitteln. Die homöopathischen Mittel waren sehr erfolgreich in der Epidemie. Das hat mir einen guten Ruf gegeben. Die Leute haben gesagt, gut, gehen Sie zu Ihnen, er ist der beste Arzt, der kann die Grippe behandeln. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Und das war die Art und Weise, wie ich mich selbst etabliert habe. Und dann hatte ich die Entscheidung getroffen, ein wissenschaftlich ausgerichtetes homöopathisches Krankenhaus zu bauen. Es war sehr gut ausgerichtet, wie ein normales Krankenhaus. Wir hatten ganz moderne Operationssäle, ganz moderne Ausrichtung. Wir hatten eine Pathologie, Mammographie, alle Arten von Endoskopen. Und wir haben dann versucht, wissenschaftlich zu arbeiten, weil zu der Zeit haben die Homöopathen nur aufgrund von Symptomen verschrieben. Aber die normalen Ärzte haben denen nicht geglaubt. Die haben gesagt, sie müssen uns das zeigen, sie müssen uns das beweisen. Sie müssen Dokumentationen der Erkrankungen haben, die von ihnen geheilt werden. Also habe ich angefangen, die Patienten wissenschaftlich zu behandeln und all meine Erfolge zu zeigen. Schauen Sie, das ist ein Fall zum Beispiel von einem Magengeschwür. Dann habe ich also eine Magenspiegelung gemacht.
und habe den durch das Endoskop ein Bild gemacht und habe dann gezeigt, dass da wirklich ein Geschwür ist. Wir haben mit der homöopathischen Behandlung begonnen aufgrund der homöopathischen Prinzipien. Und nach ein paar Tagen haben wir wieder eine Endoskopie gemacht, ein Bild aufgenommen und haben ihnen dann gezeigt, was die homöopathischen Mittel bewirkt haben. Und dann nach 2 Monaten hat sie es deutlich reduziert und nach 1 Jahr haben wir ihnen zeigen können, schauen Sie, nun ist dieses Geschwür nach 1 Jahr vollkommen verschwunden. Und so wurde das dann vorgestellt. Und das war sehr, sehr überzeugend für sie. Und dann haben wir gesagt, schauen Sie, das ist die homöopathische Behandlung und das Geschwür ist weg. Und dann haben wir das Ganze weiterverfolgt für ein ganzes Jahr, um ihnen zu zeigen und zu beweisen, dass dieses Geschwür nicht wiedergekommen ist. Das heißt, es ist eine vollständige Heilung. Und das war der Anfang der wissenschaftlichen Homöopathie in Indien. Und egal, wo ich hingegangen bin, habe ich über die Homöopathie gesprochen. Ich habe gesprochen über die Homöopathie als wissenschaftliche Medizin. Und alles ist sehr gut dokumentiert. Und wir haben das in der modernsten Art und Weise zeigen können. Und die allopathischen Ärzte, die vorher Feinde waren, die wurden auf einmal Freunde, weil ich gesagt habe, die allopathische Heilung ist gut für die Chirurgie und die Homöopathie ist gut für medizinische Fälle. Und wir hatten einen guten Rapport zwischen uns beiden. Wir sind Freunde geworden und vorher waren wir Feinde. Die haben schlechte Sachen übereinander gesagt. Und dann habe ich gesagt, jede Seite hat gute Errungenschaften. Wir müssen das Beste von jeder Seite nehmen und wir müssen anfangen, zum Wohle des Patienten zu handeln. Und in Bezug auf den Patienten vergessen wir, ob es allopathisch oder homöopathisch ist. Und das ist die Art und Weise, wie ich Erfolg in meiner Klinik hatte. Aber heutzutage sind sie sehr leidenschaftlich. Sie haben schon fast die Antwort auf alle meine Fragen gegeben in der ersten Antwort, die sie mir gegeben haben.